ein Kind einen Appenzeller müsste zeichnen, also nicht der Käse, sondern der Einwohner, würde das Kind wahrscheinlich den Appenzeller so zeichnen, wie einer von diesen Männern, die wir jetzt hören. Viel Vergnügen mit dem Engelköhli aus Appenzell. Mit den Jahren lässt die Figur nach und nach nach. Denn bei Bier und Haxen, da werd ich immer schwach. Drum mach ich ne Brigitte-Diät, die hilft auf jeden Fall. Morgens Brigitte, mittags Brigitte und abends noch einmal. Ich war auch schon zur Kur, nur wegen der Figur. Mehrfach ungesättigt, bist du schlank wie eine Schnur. Und auch der Alkohol ist jährlich einmal brei. Und schrumpf von gut 2 Zentnern auf knapp unter 2. Vergiss die ganzen Plagen, lass dir eine sagen. Lass dir eine sagen. Sauerkraut macht sexy und schon nach 2, 3 Tagen. Sauerkraut macht sexy, hörst du die Leute sagen. Sauerkraut macht sexy und das hat seinen Grund. Sauerkraut macht sexy und ist obendrein gesund. Die moderne Küche ist sehr figurbetont, weil so ein Ballaststoff die Verdauung schont. Ein Schlankmach-Menü, das find ich genial, damit es richtig wirkt, ess ich es gleich 3 Mal. Es lebe der Sport, denn der macht uns hart, er nimmt von jedem Ort die Falsch und Wunde fort. Ich betreibe mit Begeisterung den Triathlon, erst Kartoffeln, Chips, dann Weißbier und zum Schluss noch einen Korn. Vergiss die ganzen Plagen, lass dir eine sagen. Sauerkraut macht sexy und schon nach 2, 3 Tagen. Sauerkraut macht sexy, hörst du die Leute sagen. Sauerkraut macht sexy und das hat seinen Grund. Sauerkraut macht sexy und ist obendrein gesund. Ein altes Sprichwort heißt, ein guter Gockel wird nicht fett. Das ist keine Kunst, weil er so viele Kinder hat. Das auch für Menschen gilt, bezweifle ich sehr. Denn so viele Hühner finden, das ist schwer. Sauerkraut macht sexy und schon nach 2, 3 Tagen. Sauerkraut macht sexy, hörst du die Leute sagen. Sauerkraut macht sexy und das hat seinen Grund. Sauerkraut macht sexy und ist obendrein gesund. Sauerkraut macht sexy und ist obendrein gesund.